about me. Mom talk about how God friends talk about weed. Wrote this shit on a plane last year, sitting next to the window seat, man. Look at my shrug, look at my face, look at my trust, look at your faith. Hallöchen und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Minecraft PE Facts Folge, die du noch nicht wusstest, oder auch hoffentlich noch nicht wusstest. Und ich würde sagen, kommen wir auch schon gegen das sonst, wo ich noch eine halbe Stunde vorher sammle, gleich zum ersten Fact. Der erste Fact kommt von Barry P. und der schreibt, dass wenn man sich unter die Welt gräbt, dass man da noch überleben kann. Das ging nämlich früher nicht. Früher waren nämlich die Endplatten, nämlich flache Platten tatsächlich. Und ich glaube, darunter ist man direkt gestorben. Das geht heutzutage nicht mehr. Man kann nämlich jetzt direkt runterfliegen, wie normalerweise. Ja, auf der PC-Version auch. Bei der PE-Version ging das früher nicht, also machen wir es einfach mal. Und uns einfach mal senkrecht nach unten im Weltkreis sehen. Dass wir gegen zu früher tatsächlich unter Bedrock fliegen können, beziehungsweise da auch überleben können. Eigentlich ein guter Fact. Unter Bedrock. Wenn wir zu tief sind, seht ihr, wir sind unter Bedrock und überleben da. Ich glaube, wir könnten auch ein ganzes Stück tiefer fallen, bis wir sterben würden. Ich glaube, wir sterben überhaupt nicht. Aber das machen wir jetzt nicht, das könnt ihr selber testen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Fact. Ja, der nächste Fact kommt wieder von Barry P. und er schreibt, auf Glas kann man keine Diamanten platzieren. Und das machen wir immer. Wir haben hier Glas und drücken drauf. Und ihr seht, man kann keine Diamanten platzieren. Man sieht hier den Kreis, ich drücke da jetzt mal drauf. Super. Diane wird platziert. Diane wird nicht platziert. Allerdings geht das, wenn die Diane jetzt da oben länger wird, wächst, dann ist das auch auf dem Glas drauf. Dann kann man es auch abbauen und dann auch auf dem Glas drauf, so als Nebentipp. Aber so direkt auf dem Glas kann man das nicht platzieren und das, ja, wussten viele vielleicht gar nicht. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Fact. Ja, der nächste Fact kommt von Riker Place und schreibt, dass alle Blöcke, die Gras sind, also der Stehlgras, der Gras, der normale Grasblock und der Fossilblock, Flammblock, sehen ja alle ungefähr gleich aus, der so Grasblöcke, alle zu Schneegras werden. Außer Potsdam, das zeige ich mal. Hier wird weiß. Der hier wird auch weiß. Die sehen genau gleich aus, aber wenn wir auf den das platzieren, wird es einfach darauf liegen. Das ist ziemlich interessant. Also alle Blöcke, Grasblöcke werden sehen gleich aus am Ende, wenn man Schnee draufsetzt, bis auf den Potsdam. Wahrscheinlich, weil der dafür gar nicht gedacht ist, dass da mal Schnee liegen könnte. Vielleicht auf anderen vielleicht schon. Ja, kommen wir zum nächsten Fact. So, der nächste Fact kommt wieder von Reike Blaze und die schreibt wieder mal, dass Enderportal-Rahmen nicht zerstört werden können durch TNT, also ungefähr wie Bedrock. Zeig jetzt mal hier. Platziere das hier mal. Okay, zünden das an. Sehen. Explodiert alles bis auf dieser Enderportal-Block. Ja, das können wir nochmal machen. Das können wir auch noch mit viel mehr TNT machen, also ist eigentlich vollkommen egal, ihr nutzt das sonst weg. Wie viel TNT da ist, man könnte ihn nicht zerstören. Durch den Spieler selbst. Ich glaube auch nur durch den Spieler. Man kann ihn Survival durch auch zerstören. Nur durch den Spieler selbst kann er zerstört werden und. Ja, interessant, oder? Weil das sowas nicht weiß, geht ja alles durch TNT kaputt und wusste ich das auch noch nicht. Okay, jetzt hier, alles explodiert. Nur der Enderportal-Block. Der bleibt. Ja, kommen wir auch schon zum nächsten Fact. Ja, für den nächsten Fact fliegen wir mal an den Rand dieser Welt. Und zwar kann man, wenn man nämlich auf Höhe der Wolken geht, kann man nämlich über die Welt hinausfliegen. Das heißt, hier oben ist die normale Weltgrenze für den Spieler zu Ende. Hier kann er also nicht höher bauen. Aber ein Kreativspieler, der kann natürlich da oben lang gehen. Jetzt können wir natürlich unter die Welt in die ganzen Höhlensysteme reingucken. Hier sehen. Und wir können einfach ganz normal weiterlaufen, als wäre hier nicht. Beziehungsweise als wäre hier, ja, Stein oder sowas. Und, ja, man hat auch so ein bisschen Sound, das kann ich jetzt hier nicht zeigen, aber. Ja, auf jeden Fall cooler Effekt. Wenn man auch ohne Creative hochkommt, wäre das wahrscheinlich sogar richtig praktisch, um Höhensysteme ausfindig zu machen. Und ja, kommen wir auch schon zum nächsten Fact. Der nächste Fact kommt von Green Clash. Und er schreibt, beziehungsweise hat in seinem Video genannt, dass Glowstone sich gar nicht mit Zäunen verbindet. Ich habe das jetzt aus einem Video genommen, weil nicht genug Sachen, dran kamen, beziehungsweise genug geschrieben und was der Wahrheit entsprach, beziehungsweise was ich nicht hinbekommen habe, dann nehme ich das auch dran. Und, ja, wie gesagt, falls ihr Sachen habt, könnt ihr mir das, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Und, wie gesagt, Glowstone verbindet sich nicht mit Zäunen. Seht ihr das hier? Verbindet sich nicht. Nehmen wir einen anderen Block, verbindet er sich ganz normal. Also, Glowstone verbindet sich nicht mit Zäunen. Vielleicht ganz praktisch, wenn man vielleicht irgendwelche, wie auch schon gesagt hat, Lampen bauen will, aber kann diese auch unpraktisch sein. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Fact.
Den nächsten und letzten Fact habe ich wieder von ihm und der besagt, dass man, wie viele wahrscheinlich auch schon wissen, über Zäune springen kann, wenn man Teppiche aufs platziert. Ist eigentlich ein relativ, ja, weit verbreiteter Effekt. Aber ich habe ihn einfach mal dran genommen, weil ich denke mal, es gehört sich mal dran zu nehmen. Ihr wisst ja, mit Waldzäune kann man drüber springen. Ganz Neues. Wenn wir allerdings auf diesem Block jetzt einen Wolle-Block drauf sind, ein Wolle-Teppich-Teil, dann können wir den drüber laufen. Ganz normal. Hier. Hoch. Wir sind oben drauf. Wir gehen wieder runter. Ja, wir können also so über den Zaun springen. Und das war's auch schon soweit mit dem Fact. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch mal eine positive Bewertung da, wenn ihr selber Facts wisst. Oder Sachen, die Leute normalerweise nicht wissen, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Das werde ich dann im nächsten Video nutzen. Wie immer könnt ihr bei Mehrheit, was bis jetzt noch nicht auftritt, auch alles bewerten. Dann werde ich sehen, was besser war. Noch ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Schreibt mir einfach mal Facts unten in die Kommentare. Ich nehme dann die passenden raus. So viele, wie ihr am besten wisst. Und ja, wenn du neu auf meinem Kanal bist, mehr an so Facts interessiert bist, auch ab und zu mal an Mods oder vielleicht sogar World und Seeds Reviews, dann bleibt doch mal am Laufen und lasst ein Abo da. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.